Okay, das sollte ja als Intro reichen. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius, euer Name ist, weiß ich nicht, lest gerade im Chat. Und heute gibt es nochmal eine sehr entspannte Runde von Little Nightmares. Ich wollte heute zuerst eigentlich Andromeda weiter streamen, weil ich gedacht habe, das war so lange nicht auf dem Plan. Dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich Outlast 2 würde doch wesentlich mehr rocken und ist noch nicht so lange her. Und dann war aber irgendwie so, ey, ich habe vorhin echt gedacht, ich könnte mit dem Kopf auf der Tastatur einschlafen, so müde war ich. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, Outlast 2, da brauchen wir einfach mehr Action. Da brauchen wir so, das muss so auf dem Punkt sein und, uah, weil da geht es ja halt relativ dolle rund, glaube ich. Ist wahrscheinlich so. Und bei Little Nightmares ist ja eh generell so eine relativ ruhige Stimmung. Viele Rätselparts, die wir heute mal versuchen werden, gemeinsam zu lösen. Gestern habe ich den ersten Part davon gespielt, fand ich. Außergewöhnlich, fand ich auch sehr gut und sehr ansprechend, war wirklich so ein nettes Spiel für zwischendurch. Soll auch nur so 4, 5 Stunden gehen. Im Livestream sind es dann vielleicht eventuell 6. Also, dass man das so in 3 Folgen ungefähr spielen könnte. Und ich werde heute auch wieder ein bisschen mehr im Chat mitlesen. Wenn es gehen sollte, wäre es ganz nett, wenn ihr nicht ständig die Lösung spoilern würdet. Wir werden versuchen, Leute, die Lösung oder die Lösungswege oder mach mal das, mach mal jenes, mach mal dies, aus dem Chat so ein ganz klein bisschen herauszufiltern. Denn, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, das geht nicht darum, dass man keine Tipps haben möchte, sondern es geht ja darum, diese Rätsel zu lösen. Und wenn man die ganze Zeit vorher geschrieben bekommt, was man machen muss, dann ist es halt einfach kein Rätselspiel mehr und bietet halt auch überhaupt nicht den Inhalt, den es haben sollte. So, ich starte das Ganze mal. Achso, Steam war auch noch nicht an. Sehr gut von mir. Hervorragend vorbereitet, Herr Sirius. Alles richtig gemacht. So, wo seid ihr? Ah! Wo seid ihr jetzt? Da. HTTPS Gaming YouTube C Frank Sirius Live. Da seid ihr. Perfekt. So, von oben an. Hallo an die Lisa, hallo an den Tom, an den Tonika, an den Floggy, an den Luzifuge, an den Andreas Fleckenstein, an die Laila, an die Sarah, an den LP mit Elias, an den Mango, an den Maurice, an die Sarah, an den SpongeBob, an den Felix, an den David und so weiter und so fort. Welcome. You're welcome. Boah, Nase juckt. Ich will das jetzt gar nicht so oft sagen, aber wenn wir gerade einsteigen in den Livestream, vielleicht habt ihr Bock, das Ganze mit einem Daumen hoch zu supporten, weil dann wird das Video und der Livestream ganz einfach ein ganz klein bisschen besser angezeigt. Vielen Dank dafür. Worum geht's bei dem Spiel? Fragt der oder die Floggy. Im Grunde genommen ist das ein Spiel, in dem es darum geht, Rätsel zu lösen, also wie man aus bestimmten Räumen und Situationen flieht, entkommt, Türen öffnet, Ausgänge findet und so weiter und so fort. Und es spielt so ein ganz klein bisschen, ein ganz klein bisschen ist gut, es spielt eher in so einer Art albtraumhaften Welt, sage ich jetzt mal. Kapitelauswahl hatten wir gestern noch nicht. Oh, muss man ein Pad machen. Hier Kapitelauswahl hatten wir gestern noch nicht. Also wenn man will, kann man anscheinend noch weitere Rätsel suchen. Es gibt auch immer so bestimmte Türen und Boni-Level, die man wohl noch finden kann, wofür das auch immer gut ist. Wir versuchen das jetzt erstmal halbwegs sauber zu Ende zu spielen. Ist so ein bisschen, ja, Little Nightmares, kleine Albträume. Kleine Frau in kleinen Albträumen. Es sind eigentlich schon eher große Albträume. Ich mache mal die FPS-Zahl aus. Dachte ich zumindestens. So, doch, jetzt ist sie aus. So. Mega creepy, schreibt der Tom. Also ich finde es jetzt nicht so super creepy, aber es ist schon halt ganz, ganz schön, dass es in so einem leicht morbiden Szenario angesiedelt ist, sage ich jetzt mal. Also dass es jetzt nicht so in so einer bunten Blümchenwelt ist. Ich habe das ja neulich verglichen. Wie ist dieses Spiel bitte schön mit diesem Wollmännchen? Es gab ja das Spiel mit diesem roten Wollmännchen, das war von EA. Das haben eine Zeit lang auch irgendwie so gefühlt eine Woche lang alle Streamer gespielt und alle YouTuber gezeigt, dann war das wieder weg. Da hat man so ein Wollmännchen gespielt, was so ein Wollfaden immer hinterher sich herzog und dann konnte man halt mit diesem Wollfaden auch so Lösungen zu diesen einzelnen Rätseln finden und sich daran rumschwingen und sowas. Das ist eigentlich von der Machart so ähnlich, aber dieses Wollmännchen war halt extrem süß. War irgendwie okay, war extrem süß und so. Ich finde, dass das Setting von Little Nightmares für mich persönlich ein ganz klein bisschen, ich weiß auch nicht. Also ich mag es halt mehr. Es ist halt so düster und morbide. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen so rübergegeben. Ansonsten versteht man das relativ schnell. Wenn es jetzt losgeht, ab wie vielen Jahren ist das? Ich schätze, das ist ab
6, 12. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also das ist sehr human. Das Grusel entsteht eigentlich so durch diese Atmosphäre, dass dieses kleine Mädchen, was wir spielen, immer von so einer Art monsterähnlichem Typ gefangen wird, wenn wir uns falsch verhalten. So, da bin ich. Ich lebe in keiner allzu sympathischen Umgebung, kann man sehen. Und es bleibt auch wirklich die meiste Zeit so düster. Eben Settings checken. Das läuft, ihr läuft. Läuft alles. Und hier in diesem Level, beziehungsweise in diesem Abschnitt, sind wir dann gestern auch erstmalig, nee, nicht erstmalig, gestern Abend sind wir in diesem Setting halt dann zum Schluss halt irgendwie zwei, dreimal draufgegangen und dann war es dann halt auch, dass ich dann irgendwie gesagt habe, jetzt ist Feierabend. Wir werden so ungefähr 2 Stunden spielen. Ah, okay, ich musste da durchschleichen. Jetzt wisst ihr, was ich meinte, mit man wird schon mal geschnappt. Aber so ungefähr 2 Stunden, falls euch das interessiert. Jetzt haben wir 21 Uhr, also schon so um 23 Uhr in etwa Schluss sein. Hallo an die Lucy. So, okay. Gehen wir nochmal an die Stelle hin. War jetzt vielleicht für die Erklärung schon ganz einfach, die Hand kommt raus und man muss den richtigen Moment abpassen, das ist, wenn da oben das Rohr greift und da rumtatscht, muss man halt schleichenderweise daran vorbeigehen, weil er dann oben mit dem Abtasten von diesem Rohr beschäftigt ist. Das muss man relativ häufig einfach herausfinden oder ein bisschen dadurch, dass man diese anderen Szenarios kannte, ganz klar ein bisschen mit überlegen. Der Typ ist generell blind, reagiert aber auf Geräusche zum Beispiel. So, Ingame-Sound ist zu laut, hat sich gestern eigentlich niemand drüber beschwert. Nach wie vor die gleichen Settings wie gestern. Okay. Da muss ich also anscheinend direkt laufen, wenn wir da reinkommen. Ne, okay, funktioniert auch nicht. Ich versuche es nochmal direkt mitlaufen. Scheiße. Wohin? Gott! Aber warum ist das Spiel heute lauter als gestern? Ich mach das Spiel mal ein bisschen leiser. Versuch mal wegzuspringen, wenn deine Hand nach oben wandert. Eine Idee. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht an diese Klappe springen kann oder so, ist aber irgendwie nicht so. Könnte ich denn? Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass sich die Hände dann ganz zurückziehen werden.
guck mal, wie geil. Da war's. Jetzt bricht der Käfig auseinander vielleicht mit ein bisschen Glück. Der Top-Play ist der erste, den wir jetzt timeouten werden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Alter, gerade du guckst doch jedes Mal zu und ich sag jedes Mal, bitte keine Lösung posten. Ach Gott, ey. Das ist doch unglaublich, oder? Weil das erwarte ich ja von neuen Zuschauern, dass die irgendwie nett sein möchten. Aber so. Ich raff's immer nicht. Ich raff's nicht, Leute. Da sag ich in jedem Livestream, bitte nicht spoilern, bitte keine Lösung posten. Und dann werden einfach Lösungen gepostet. Wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu gehen, wenn die Hand da hochgeht? Vielleicht jetzt? Nee, da greifen mich die Hände. Aber ich muss offensichtlich irgendwie noch mehr am Käfig dann rumrütteln. Vielleicht leiser sein? Die Hände sind echt mies nah die ganze Zeit, ne? Ah, da ist gerade eine Strebe rausgebrochen noch zum Schluss, ne? Tricky! Too tricky! Kletter mal wieder in Sicherheit. Die erste Strebe. Vielleicht jetzt die untere Strebe auch noch rausbrechen. Nein! Ah! Also ich versuche jetzt mal die obere und die untere Strebe rauszubrechen. Bleib mal hier so stehen. Ja, hier so stehen bleiben ist auch keine gute Idee. So, die Hand muss nach oben gehen, genau. Die Hand geht nach oben. Und dann gehen wir unter der Hand her. Auf die Seite hier. Schnappen uns den Balken. Jetzt laufe ich mal zurück. Ich weiß halt nicht genau, wann ich an die untere kann. Ich versuche mal wieder, wenn die eine Hand hochgeht. Die an den Käfig. Ja, jetzt geht die Unterhand wieder weg. Ah, geht doch. Geht doch. Hat halt ein bisschen. Oh, nein, 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 nein. Creepy, creepy, creepy. Aber geht doch irgendwann. Also das ist halt so, und so spielt sich halt das ganze Spiel. Und gerade weil es darauf ankommt, dass man selber die Lösung herausfindet, ist es halt wichtig, eben im Vorfeld nicht die Lösung zu schreiben. So, das ist der nächste. Errungenschaft freigeschaltet, das Versteck. Okay, das war anscheinend ein Levelabschnitt. Der erste Abschnitt war, glaube ich. Wie ist denn das? Das ist jetzt das Versteck. Wie ist der erste Abschnitt? Ich weiß es nicht. Hallo an den Scorby Flo und hallo an die Lisa und an den Tom.
Wie heißt nochmal das Mädel, was wir spielen? Socks. Das Spiel spielen wir eigentlich. Schönen Gruß an den Absys02, der sich das Spiel neulich als Top-Donator gewünscht hatte für den gestrigen Abend. Und heute spielen wir es einfach, weil wir Bock drauf haben. Weil ich Bock drauf habe. Entschuldigung, ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Ein Schuh. Muss ich mich an so einen Haken hängen vielleicht? Oh, verdammt. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt, um den Chat heute ein bisschen mehr zu administrieren. Bin ich runtergefallen. Entschuldigung dafür. Natürlich der Nachteil, wenn ich versuchen will, Leute, die irgendwie spoilern, Rätsellösungen oder vorauskommende Dinge oder so. Ah, ja. Vielleicht muss ich auch hier auf so einen Sack gehen. Das wäre ja noch möglich. Dann kann ich ein bisschen besser an so einen Haken spielen. Hallo an die Fox! Der Agent Orange fragt, ob ich eine Switch habe. Nee, aber ich warte auf eine. Ich bekomme eine von Nintendo geliehen. Für Geschenk bin ich nicht wichtig genug, aber sie haben gesagt, oh, danke schön. Danke an den Christoph für 5 Euro. Vielen, vielen Dank an dich. Danke sehr, das ist sehr freundlich. Danke fürs Unterstützen. Oh, ich habe Hunger, sehe ich gerade. Also sie hat Hunger, deshalb knurrt ihr den Magen. Und naja, ich bekomme auf jeden Fall jetzt eine Switch geliehen. Ich weiß nicht, wann die ankommt. Ich habe das letzte Woche mit dem besprochen. Und dann darf ich 2 Monate lang eine Switch haben. Und dann werden wir halt mal uns so angucken, was es darauf so geht. Geht. So, wenn sie das hat, knurrt ihr so der Magen. Ich habe sie noch nicht dabei sterben sehen, aber es macht immer so einen Eindruck, sie krümmt sich immer mehr zusammen. Meistens muss man dann versuchen, hier irgendwo in diesem Level dann was zu essen zu finden. Ich weiß nicht, ob das unheimlich schnell sein muss oder nach welchen Regeln das geht. Bisher haben wir dann immer irgendwas gefunden. Da hängt eine Ratte fest. Nicht, ob wir der helfen wollen. Ich helfe dir mal, falls ich dir helfen kann. Kann ich irgendwie aber nicht. Doch, kann ich doch. Ich habe jetzt gedacht, ich helfe der Ratte und die Ratte bringt mir ein Stück Käse oder irgendwie sowas. Nein, ich esse die Ratte. Ich muss mal eins jetzt machen auf jeden Fall. Ich habe hier so einen Controller-Bug, den hatte ich gestern schon ein paar Mal. So, einmal eben in die Steuerung gehen. Und zwar Einstellungen. Bei mir vibriert der Controller, also ich spiele mit Controller. Und bei mir vibriert der Controller relativ häufig. Wo kann man das ausschalten? Tastatur ist es ja nicht. Auflösung, Grafik erweitert. Wo kann man denn das, kann man gar nicht ausschalten, wie schön. Also muss ich mit dem Bug leben, muss ich ab und zu halt das Pad ausziehen. Dass sie jetzt die Ratte gegessen hat, hat mich wirklich verwundert, oder? Und ich hab wirklich gedacht, sie hilft der kleinen armen Ratte und die Ratte gibt uns dafür ein Stück Käse. Aus Dankbarkeit, ey. Da ist sie, das Vampirmädel, wer hätte das gedacht? Thank you.
Der SpongeBob fragt, wann hast du das letzte Mal deine PlayStation 4 benutzt? Das letzte Mal, als ich... Hier steht hier. Das letzte Mal, als ich das Samsung Galaxy darauf gelegt habe, um das zu filmen. Heute hatte ich sie auch beiseite geräumt, weil ich hier so ein neues Gehäuse angefangen habe zu filmen. Bei Horizon Zero Dawn haben wir ganz viel auf der PlayStation gespielt. Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen? So ungefähr. Also PlayStation würde ich sagen, benutze ich hauptsächlich für PlayStation-exklusive Games. Wenn es die Spiele halt zeitgleich... Oh ne, wir haben, ich glaube, als letztes die Prey-Demo haben wir als letztes drauf gespielt. Das war sogar... Das ist ja dann noch nicht mal so lange her. Prey-Demo war ja irgendwie am Freitag, glaube ich. Ja, aber hauptsächlich benutze ich die PlayStation halt für Exclusive Games. Denn wenn ich es auf dem PC spielen kann, spiele ich es dann meistens auf dem PC. Nichtsdestotrotz ist die PlayStation 4 Pro, überhaupt generell die PlayStation, eine sehr gute Konsole, finde ich. Oh, neuer Charakter. Der Koch unseres Vertrauens. Wenn es mal darum geht, ein leckeres Schnitzel zu essen am Abend. Ich wette, der ist eher so ein ungemütlicher Typ. Was würde er wohl mit der guten Socks machen, wenn er die erwischt? Durchhacken, in den Ofen stecken. Geh weg, Schwabbelbär. Die Zwerge sind unsere Freunde, die helfen uns ganz oft. Also ein ganz klein bisschen schwenken, könnt ihr vielleicht sehen. Das wäre die normale Position und dann kann ich halt hier so ein ganz klein bisschen rechts und links schwenken, um den Koch zu verfolgen. Ich hoffe mal, er sieht mich jetzt nicht. Was geht's bei dem Spiel, wird da gefragt. Da wäre es vielleicht sinnvoll, sich den Anfang des Livestreams anzugucken, wo ich das dann erklärt habe. Das kann man jetzt ja nicht jedem Einzelnen, der zwischendurch mal für 2 Minuten reinschaltet, dann wieder erneut erklären, oder? Sehe das jetzt nur ich so. Ich fürchte, der Koch wird uns gleich mal erwischen, weil wir müssen irgendwo einen Schlüssel suchen, den ich bis dato... Ja. Das ist ganz schön, der wird immer so angekündigt mit so einem Getrommel. Hallo an die Natalie! Oh, er würzt den Fisch. Schnaubt schon so ein bisschen eklig, oder? Ich versuche mal irgendeine Schublade hier aufzuziehen. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Doch. Jetzt kommt er gleich. Nein!
mit diesen Speck. Oh, er steckt mit dem Kopf im Schrank. Ob wir hier irgendwas aufziehen können. Können wir nicht. Kann sie hier so eine Türe aufmachen? Nee, ich glaube, jetzt werden wir erwischt. Böse zu ihm, aber anscheinend kommt er hier nicht hin. Wie geil! Ich war ein freches kleines Mädchen im gelben Regencape. Funk Sirius 2017. Guck mal, da drüben ist auch irgendwas. Naja, okay, hier kommst du eh nicht hoch, kannst du unten ruhig rumhampeln. Fieser Fettsack. Ich hoffe, dass er hier nicht hinkommt. Typ ist auf da unten. Irgendwo da unten. Bin ich noch eine Etage höher sozusagen? Hier ist wieder ein Loch. Hm, ich bin auf dem Klo. Klo ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich sehen wollte, muss ich gestehen. Uah. Ah, ein kleines Männchen. Unser Freund. Da oben ist allerdings ein Schalter, könnt ihr sehen. Das läuft ja auch nicht. Und wir machen einmal den Schalter an, auch wenn unser Freund da weggelaufen ist. Schalter ist auf jeden Fall interessant immer. Öffnet hier eine weitere Türe. Oh, fuck. Okay, das Männchen hat ja gesagt, komm mit mir. Aber nein, der Herr Sirius musste ja wieder hier irgendwo anders rumlaufen. Na toll. Gute Idee. Vielleicht hätte ich da oben einen Schlüssel holen müssen, um dann wieder bis hierhin zu kommen. Und hier ist natürlich wieder kein... Oh nein, ey. Gut gemacht. Ist er hier irgendwo? Nee. Ich hab gedacht, der greift jetzt unter den Schrank, wenn ich ehrlich bin. So, aber... Ich glaube, im Ansatz war unser Weg richtig. Guck mal, was ich hier für eine Randale hinterlassen habe, ne? Gar nicht meine Art, sonst bin ich ja eigentlich immer komplett unauffällig in dem Spiel unterwegs. So, da balancieren wir.
Nein! An. Oh. Ich lese heute mehr den Chat und falle deshalb heute mehr runter. Ah. So. Jetzt, bis ich drüben bin, kein Chat lesen. Glaube ich nicht so eine gute Idee. Denn der Grat ist schmal, auf dem wir wandern. Warum bin ich vorhin auch nicht den kleinen Wichtelmännchen gefolgt? Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein Bonusraum mit dem Schalter. So, sicher. Safe. Ah, zockst du am 1. Mai in Justice 2? Nee, ich glaube eher nicht. Also Injustice hat mich nicht so wirklich gepackt. Wäre jetzt nicht. Ist auch nicht so, wie ich finde. So, ist auch jetzt nicht so ein typisches Livestream-Spiel, wie ich finde. Oder jedenfalls keins meiner typischen Livestream-Spiele. Wir spielen ja normalerweise eher so Spiele, in denen es Singleplayer-technisch eine Handlung gibt. Hier gibt es jetzt keine Handlung, aber ihr wisst, was ich meine. Ich klaue eine Seife, weil ich einfach kann. Die Klos sind echt ein bisschen archnah nebeneinander, ne? Ups. Ich klemme mal die Seife zwischen die Tür, dass die Tür nicht zugeht. Ah, funktioniert nicht. Warte mal, kann ich vielleicht hier die Tür aufmachen? Nee, Klinke ist zu hoch, oder? Ja. Oh, danke an den Mango! Vielen, vielen Dank an den Mango für eine Donation! Moment! Donation wird ihm präsentiert von Mango! Vielen Dank dafür an dich! Das freut mich! Dann ist morgen Abend das Abendessen gesichert. Denn morgen muss es in der Tat Döner geben. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Ich hatte heute schon keinen Döner. Dieser Fettsack. Ja, ich kletter mal ganz rauf. Oh, der hat Licht angemacht. Aber ich kann nicht so weit runter gucken. Was ist denn der jetzt? Da muss man ein bisschen tiefer klettern, weil ich nichts sehe. Das, guck mal, das ist der Schlüssel. Wäre die Frage, wie ich da hinkomme, von welchem. Mhm. Das ist so nice gemacht, ne? Oh, der ist jetzt bestimmt auf dem Klo, oder? Aber wir kennen uns ja schon vollends hier aus. Wir das heute lösen, das ist hervorragend. Hallo an den David.
wie sie läuft, ne? Wo ist er? Oder ist er? Das ist mir zu spooky. Ich will, dass er weit weg ist. So, das ist besser. Oh nein, ich habe den Schlüssel verloren. Fuck. Wann ist das Spiel erschienen? Ich glaube letzten Freitag. Ich glaube irgendwie so 28. April. Kann das sein? Glaube ich jetzt. Nein! Der hat noch so die Herdklappe so aufgemacht, oder? So, wo bin ich jetzt? Oh, jetzt sag nicht, ich muss das nochmal komplett... Ich habe ein Wichtelmännchen befreit. Ach, guck mal, wenn der Schlüssel ist da. Das ist doch nett. Ich hab jetzt gedacht, ich müsste nochmal komplett den Schlüssel holen, ey. Ich geh mal von Versteck zu Versteck. So, da kommt er. Das schaffe ich. Ha! Habe ich nur gesagt. Gruß geht raus an den Benjamin. Tada! Können wir die Tür wieder zumachen vielleicht? Nee. Schade. Manchmal geht ja das auch. Kann ich nicht ziehen? Da so eine Klappe, das sieht aus wie so ein Essensaufzug oder sowas. Da ist so eine Fleischmühle, die kann man bestimmt drehen. Ich nehme mal ein. Nee, ich habe gerade gedacht, ich kann nicht das Würstchen nehmen. Das wäre auch eklig. So. Immer jetzt auch passieren mag. Ich glaube ja, erst muss der oben was reinwerfen. Passiert jetzt erstmal nichts. Hallo an die Alina. Ah, ein leckeres Stück Fleisch. Und da wird ein frisches Würstchen gepresst da oben. Was irgendwie ein bisschen eklig ist. Boah, muss ich jetzt hier so lange Würstchen machen? Nee, da kommt nichts mehr.
Ich hätte jetzt gedacht, ich muss vielleicht so lange Würstchen machen, bis ich daran hochklettern kann. Das war jetzt so die Idee. Das kann sie nicht. Na, kommt kein neues Fleisch mehr. Und für mehr als ein Würstchen hat es nicht gereicht. Ich versuche das mal da mit diesem Schränkchen-Ding hier. Sympathisch. Das meiste erklärt sich halt ganz häufig so von alleine, was man machen muss. Also wie jetzt so zum Beispiel, dass man so sieht, ah, das ist ein Hebel, das ist eine Kurbel und sowas. Und dann löst man halt so nach und nach diese kleinen Rätselchen hier. Jetzt wäre halt die Frage, komme ich durch diese Klappe zurück oder muss ich dadurch zurück? Kann auch immer unterschiedliche Herangehensweisen, kann es halt auch immer geben. Aus irgendeinem Grund muss man diese Puppen kaputt machen, keiner weiß warum. Diese Dinger da sehen eigentlich zu heiß aus, wo der Rauch rauskommt. Das war jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, das war jetzt so ein Bonusraum. Weil hier ging es nur darum, diese eine Puppe kaputt zu machen, glaube ich jetzt. Ich gehe nochmal in den Schacht. Ja. So. Holen wir uns ein Stückchen Fleisch runter. Und wollen wir einmal kurbeln. So. Reicht uns das? Nein. Reicht uns auf keinen Fall. Muss ich jetzt nochmal da hoch, nochmal ein Stück Fleisch holen? Da war doch eigentlich gar nichts mehr, oder? Wir fahren noch einmal da hoch und dann gucken wir, ob wir eine andere Lösung finden. So. Ich mache mir derweil nochmal den Massagestuhl an, weil das so schön ist. Ah, hier ist ja auch noch irgendwie jede Menge zu klettern und so. Ah ja, guck mal, da sind noch andere Sachen an den Haken. Kann ich noch stärker schaukeln? Ich glaube nicht, oder? Ich schaukel schon von vorne bis hinten. Aha! Aua! Ja, schön eine Wurst abgeseilt. Ich wollte es vorhin nicht sagen. Gute Nacht an die... Wer geht schlafen? Gute Nacht an die Lisa. Jedes Mal drücke ich nur das Feuerzeug, anstatt das sofort zu greifen. Reicht das jetzt? Drei Würstchen? Drei Würstchen reichen. Zum Schaukeln. Der Horror aller Vegetarier. Sessel vor so hin. Was ist wohl da drin eingepackt?
Auf jeden Fall hier ein Versteck, würde ich sagen. Dass wir uns verkriechen könnten. Okay, es fehlt ein Schlüssel. Die Fox kriegt Hunger, lese ich gerade. Muss um Würstchen gehen. Oh, Scheiße. Ich finde ja immer noch, es fehlt so ein bisschen irgendwie was, wie er sie so in den Topf wirft oder irgendwie was anderes Böses macht. So, aber jetzt wissen wir immerhin, nachdem wir den Hebel gedrückt haben, können wir uns sofort verpissen, sozusagen. So, dadurch, dass wir die Situation jetzt kannten, wollten wir uns natürlich darauf besser vorbereiten. Zack. Und schon sind wir in unserer kleinen Kiste versteckt. Ich bin hier sicher. Sicher. Hat der Koch geschrien, hat er nicht mitgerechnet. Egal, wo es hier hingeht, weg ist immer gut. Boah, hoffentlich greift er nicht hier rein. Obwohl, der Typ hat ja keine langen, dürren Arme. Okay, hat da irgendwie an das Loch gegriffen oder so? Ne, das ist einfach ein Knopf. Okay, dann wagen wir uns mal hier raus. Gucken, ob die... Ah ne, die Tür ist noch offen. Da war nichts. Da war gar nichts. Ich will erstmal checken, wo man ist, oder? So. Was einen als nächstes hier erwartet. Aber das sieht irgendwie nicht gut aus. Das ist so ein Button. Wette, da passiert jetzt auch was Ekliges. Nein! Ah, ich wollte gerade noch durch dieses Ding laufen. Damn ich. Ach, kein Problem, Samantha. Kein Problem.
Hallo an den D-Maxer. So, jetzt nochmal die Überlegung. Also es gibt hier zwei Fluchtwege, da und da. Oder da drunter. Eventuell auch einfach direkt hier drunter und dann mal erstmal gucken, was passiert. Ist ja auch. Was soll das hier bewirken, dass wir hier rum. Ah, da ist ein Schlüssel. Jetzt sehe ich ihn. Wisst ihr, dass ich ihn vorher nicht gesehen habe? So. Wofür brauchte ich den Schlüssel jetzt? Da war noch nichts, oder? Braucht den Schlüssel irgendwo für oben? Weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal mit. Koch ist immer wütend, wenn ich abhaue, oder? Ah, hier ein neues Schloss. Oder beziehungsweise altes Schloss, wo wir vorhin hochgefahren sind. Hast reine Moves, die Six, oder? Ja. Oh, the cook is coming. The cook is coming. Bin gar nicht hier, ich mach mal Licht aus. Bin gar nicht hier. Bin gar nicht da. Wahrscheinlich hier hochklettern, oder? Ja. Boah, manche Leute, nicht die Stammzuschauer, aber manche Leute sind einfach nur behindert, ey. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ey. Ach Gott, ey. Lifetime Ban! Lifetime Ban! Aber das ist halt immer, deshalb habe ich auch gestern ja den Chat komplett missachtet quasi. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich auch für die Zuschauer unschön. Und irgendwie gewöhnt man sich ja daran, dass einfach permanent Arschlöcher auf YouTube unterwegs sind. Nicht Zuschauer, nicht jetzt ihr, aber ihr wisst so, kommen halt immer Leute rein, die meinen, ja, das Spiel geht ja so und so aus, das Spiel, passiert ja das und das. Also, das ist halt extrem ätzend. Soll uns aber nicht weiter stören. Das hat uns zumindest jetzt ein Arschloch weniger beschert in der Zuschauerliste, der sich hier noch äußern kann. Oh, zwei!
Hört der Controller wieder so. So. Plümpel, Gerümpel. Welchen Plümpel hier mitnehmen? Nö. Ach, mich ärgert es eigentlich gar nicht so sehr, weil ich bin immer relativ resistent gegen sowas. Ich finde das halt nur für die Zuschauer umso dämlicher. Ja, also, mich selber ärgert das eigentlich, da bin ich relativ relaxed. Also. Weil es bei dem Spiel ja grundsätzlich hauptsächlich darum geht, wirklich diese Lösung für die Rätsel zu finden und nicht so sehr irgendwie irgendwelche Sinne oder... Ach, guck mal, ich habe Schaum an mir, wie süß. Frank Sirius, ich habe Schaum an mir, wie süß. Livestreaming 2017. Ich sollte aufhören, so Dinge zu sagen. Kochbrüder. Cooking Twins. Bleib mal lieber hier drunter, obwohl hier kommt anscheinend nichts. Hey. Ach, da wollte ich gerade darauf, ey. Jetzt guckt er noch unter die Schränke der Fenster. Ah, nee, da kann sie nicht rauf. Okay. Da wohl nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, irgendwie da. Ah. Uns hier eigentlich ja auch nichts. Wir haben doch da oben, was haben wir da oben überhaupt in Gang gesetzt? Dass dies Laufbahn so fährt. Also müssen wir irgendwo an so einen Haken springen, damit wir vermutlich da durchfahren können. Okay, da kann ich hochklettern vielleicht. Läuft denn... Ah, guck mal, da laufen auch noch die Haken. Direkt über mir laufen auch die Haken her. Und da ist auch so ein Brett. Könnte man vielleicht da... Aber...
Das sieht jetzt hier nicht so aus, als wenn ich da hochklettern könnte. Lauf mal ganz zurück. Laufen hier auch schon diese Haken? Nee. Wo beginnen die denn zu laufen? Hier sieht man die gar nicht. Also ich kann jetzt auch nicht weiter nach oben schwenken. Das ist mein einziges Blickfeld, was ich habe. Oh! Na, scheiße. Wenn ihr mal Little Nightmares unterstützen möchtet oder mich, dann könntet ihr gerne jetzt noch dem Video bzw. dem Livestream einen Daumen hoch geben. Das wäre sehr nett von euch. So, ich drehe das ja hier um. So, dann gehen wir wieder an den Punkt. So, jetzt müssen wir nur einen Punkt suchen, wo wir auf diesen Haken draufspringen können. Muss ich auf dem Tellerberg etwa hochklettern oder sowas? Ja, das gibt's ja nicht, ne? Die sind aber echt mega verrückt hier. Ich bin weg! Ihr könnt mich mal, ihr Penner. Ihr fiesen Fettsäcke. Oh mein Gott. Versucht er mich? Da kommt er nicht dran. Doch! Ich habe jetzt gedacht, so vom Räumlichen her hatte ich ganz kurz gedacht, da kommt er nicht mehr. Oh. Ich laufe. Ach. Hm, da war gar keine Ecke. Nein, ich bin die ganze Zeit gelaufen. Hallo an den Sturmi! An Dr. Sturm meine ich. Entschuldigung. Nein! Boah, er hat unter den Tisch gegriffen, der Arsch! Haben die noch nie gemacht. Mist. So, I'm running. Okay, das ist es nicht. Also rennen und unter den Tisch laufen ist auf jeden Fall erstmal richtig. Von oben kommen die Haken wieder runter, an die wir uns eventuell nochmal schwingen können. Wird jetzt aber erstmal unter den Tisch rutschen. Boah. Jetzt ist der auf jeden Fall da aufgehalten. Den Sinn habt ihr schon verstanden, nur skilltechnisch war es halt zu scheiße. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah.
Mann, du. Eine Stunde. Boah, komm mir schon viel länger vor. Hallo an den Kevin. Ich glaube, ich muss mal eben Fenster aufmachen. Vorhin, als ich hier reingekommen bin heute Abend, war es hier so saukalt in dem Raum, dass ich gedacht habe, mach mal Heizung an. Und jetzt ist es hier voll heiß drin. Da. Boah, hat eine Flasche nach mir geworfen. Der fiese Sack. Ich würde sagen, ich lasse mich hier fallen, oder? Ja. Uah. Ah, die Küche haben wir fertig gespült. Sehr schön. Ich mache mal kurz hier Fenster auf. Nächstes Szenario kommt sofort. Ja, ich habe ein Fenster. Wer hätte das gedacht, oder? Es ist kein Kellerraum. Wie spendet man was? Da ist direkt ein Link in der, quasi in der Videobeschreibung, in der ersten Zeile unter dem Titel ist so ein Link, Tippi-Stream heißt das. Das kann man halt anklicken und dann kann man halt sowas eintragen wie sein Nickname, Betrag, eine Nachricht und so kann man halt mit allen üblichen Systemen benutzen. Danke für die Nachfrage an Tuplex. Tuplex. Blacks mit B. Ich bin heute ein bisschen dunkel hier, oder? Ich hole mal ein bisschen mehr Licht. Ah ne, wenn ich so weiß. Hintergrund heller machen. Nicht heller machen. So. Ich rutsche halt immer im Laufe des Spiels immer tiefer. Und so kann ich Aso-Schleichwerbung machen. Jetzt habe ich einen Ricola-Bonbon im Mund. Ich muss versuchen, das nicht zu knacken, weil man das vermutlich dann mega im Livestream hört. Ich kaue immer Hustenbonbons, immer so knack, knack. Soll das sein? Boah, wow, was ein Hammer jetzt auf einmal, oder? Strange. Thank you.
Ey, total spooky, oder? Die Frage ist ja auch, wo will die Kleine hier überhaupt hin? Oder wohin führt uns das am Ende? Oh, hallo Apsis! Vielen, vielen Dank an dich! Dankeschön für 5 Euro und auch ein Prost an dich! Danke sehr! So, wir schleichen uns mal. Uah. Da sind die ganzen dicken Fahrgäste, die neuen, oder was? Aber ich glaube, die sind nur so Beiwerk. Die können uns wahrscheinlich nicht fangen. Die gehören. Ah, guck mal, da oben ist die Frau. Die Frau taucht in der ersten, allerersten Sekunde irgendwie auf, wenn das Spiel startet. Sind auf jeden Fall alle beschäftigt. Oh nein, scheiße. Oh! Sie ist tot. Wir sind gefressen worden. Okay, also wahrscheinlich komplett weglaufen. Ich habe da jetzt auch keinen Unterschlupf gesehen. Und die sind ja auch ein bisschen klüger anscheinend als der Koch und Co. Oder eventuell hätte man vielleicht das schon verhindern können, dass es überhaupt dazu kommt, dass sie die Flasche umwirft. Aber vollkommen mit ihrem Essen beschäftigt, oder? Sie sind aber zu fett, um mich zu fangen. Ihr seid zu fett, ihr seid zu fett, viel zu fett, fette, dicke Frau. Obwohl es gerade sehr knapp war, muss ich gestehen.
Da war gerade ein kleiner Wichtel. Warte, macht ihr Licht? Und jetzt, kleiner Wichtelmann? Das hier umreißen vielleicht? Das hier umreißen? Ne, auch nicht. Da anhüpfen vielleicht? Was war denn das? Ich hüpfe ja. Da ist ja irgendwie so ein Eimer oder irgendwie sowas. Hallo an die Sarah Harnisch. Ich habe jetzt im ersten Moment echt gedacht, diese Dinger umschmeißen. Das ist es aber nicht. Die Lampe kann ich auch weder ziehen noch drücken noch sonst irgendwas. Die packt sie nicht an. Ich hüpfe. Ich hätte jetzt gedacht, an die Socke hüpfen oder so, aber die Socke ist es auch nicht. Was mag es denn sein? Gruß an den Torbi. Warum mache ich das jetzt hier gerade? Finde ich das irgendwie gut oder was? Das Wichtelmännchen läuft nach da. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das Wichtelmännchen hüpft doch immer, aber ich weiß nicht, was es mir sagen will. Ich kann hier nirgendwo drauf hüpfen. Muss ich irgendwie ein Brett wegheben oder irgendwie sowas? Nein. Da kriege ich ja auch nichts reingetragen in diesem Raum. Der Raum ist ja viel zu klein. Nur da ist halt so ein, irgendwie so ein Eimer. Ja. Du hüpfst, ich hüpfe, wir alle hüpfen. Hier ist der Wasser. Und da ist der Eimer. Das heißt, wenn ich dieses Ding hier drehen könnte irgendwie... Dreht sich aber nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte vielleicht dieses ganze Gestell drehen, dass sich der Eimer unter diese Wasserfläche dreht. Kippt, schwenkt, irgendwas. Aber sie greift nicht, diese Rohre. Ah, ich kann den Wichtel greifen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe ihn nicht umgebracht.
So. Entschuldige. Soll ich den Wichtel gegen die Socke? Nee. Kann ich dich irgendwo hinwerfen, Wichtelmann? Nee. Tut mir leid, Wichtelmann. Okay, Spoiler-Alarm ist ausgeschaltet. Wenn einer einen Tipp hat, was ich machen muss, dann her damit. Ich opfer den Wichtel draußen bei den Fettsäcken. Ist irgendwas hier an diesem Dingen machen? Sie hüpft hier nirgendwo dran. Und normalerweise ist das Hüpfen relativ automatisiert. Also man muss halt wirklich nicht auf den Punkt treffen oder sowas, sondern sie macht das schon relativ derbe alleine. Renn über den Tisch. Okay, du musst auf den Tisch, kannst nach links rennen. Okay, dankeschön. Spoiler-Alarm wieder ausgeschaltet. Müssen wir also doch wieder meine Fettsäcke verwarten. Okay. Ich habe, glaube ich, den Tisch zu weit, den Stuhl zu weit untergezogen. Der Controller wackelt schon wieder so leicht. Okay. Die fette Frau hat uns gefangen. Oh, ich bin wieder nach unten gerutscht. Warum sie sich da dann nicht hochschwingen kann, ne? Aber vielleicht. Ah, warte, vielleicht reicht das, wenn ich den hier nach vorne ziehe. Nee, der Stuhl ist jetzt zu schwer. Schade. So, neuer Livestream-Run. Versuch. Ah! Scheiße. Mann. Manno. So kommen wir bestimmt auf 6 Stunden, wenn ich hier nur 20 Mal drauf gehe. Was mache ich hier drüben jetzt?
Ein gut frequentiertes Lokal, könnte man sagen. Hoffentlich lässt der jetzt keinen fahren. Also dann wäre sie auf jeden Fall tot. Yeah, Kung Fu Style. Voll gut gemacht! Geil! Das fand ich jetzt sehr mutig von ihr, also eigentlich mir, aber ihr wisst, wie ich das meine. Okay. So eine Figur ist da. Mann, ich wollte noch die Figur kaputt machen. So, ich laufe erstmal weg. Vielleicht kann man ja da gleich nochmal umdrehen, einfach. Ich will nicht sehen, wie er auf Klo geht. Ich will nicht sehen, wie er auf Klo geht. Dann mache ich komplett den Part so. Okay, Glück gehabt. So. Auch mal vorbildlich, Figur spiegelt sich im Spiegel. Ich mache Randale. Wow! Ich habe jetzt nur gedacht, ich mache Randale und dann kommt er da raus und öffnet die Türe wieder oder so, war so mein Gedanke dabei. Ja, das ist schon vom Level-Design irgendwie toll. So. Oh. Ja, das ist wieder Küche, oder? Da wird gehackt. Okay, da ist jetzt auch der Part mit der Figur. Ist halt die Frage, holen wir uns die Figur? Ja. Hat er anscheinend nicht gehört, das ist schon mal gut.
Komm, ich helfe dir. Ich habe einen Zwerg geknuddelt. Aber warum, was sollte das? Aber es wurde gespeichert, habt ihr gemerkt? Ich weiß nicht, was das bewirken sollte, aber es wurde irgendwie gespeichert. Da ist nichts. Irgendwie soll ich dem doch helfen, oder? War das schon meine Hilfe? Ich weiß es nicht. Wieder doch hoch! So, ich gebe mal direkt Vollgas. Naja. Mangelnder Skill, ich sag's euch, mangelnder Skill. Da läuft sie noch so drüber, über die Kante nicht. Die Kante läuft sie so drüber. Erarbeite ich mir eigentlich Vorsprung, wenn ich hier besser bin? Nee, das ist ziemlich gescriptet. Das fällt alles relativ zum gleichen Zeitpunkt um. Das hätte ich doch jetzt mal schaffen können, oder? Nacht, Nathalie! Guck mal, da ist das Ding, wo wir drin sind.
Schreck. Nacht, Natalie. Oh, ich hab Hunger. I'm hungry. I'm hungry. Mann, ich hab Hunger. Dankeschön, das ist nett von dir. Ist ja immer noch ein bisschen spooky, wie er mir das Würstchen hinhalt und ich dann lieber den Wichtelmann töte. Ich bin kein guter Mensch. Ach, hallo an den Fankalat! Okay, das ist ein Knopf, den können wir drücken, hundertprozentig. Oh. Ist halt die Frage, taucht jetzt die Frau auf? Errungenschaft freigeschaltet, der Gästebereich. Ja, Leute bei uns. Danke an den Fankala für eine. Hätte ich vielleicht auch bei Osis auch machen können. Moment. Danke für eine Donation. Dankeschön an dich dafür. Hups. Oh, verdammt. Hey, geh wieder weg. Danke an dich für 5 Euro. Danke fürs Unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ah. Das ist jetzt hier so ein bisschen so der feinere Bereich, ne? So, da erneut ein Schloss. Abgehangene Bilder. Willkommen bei den Potters. Ah ne, wie hieß denn aber das Haus? Es gab doch mal so eine alte Villa in Harry Potter, wo da die, ihr wisst schon. Irgendwie ein bisschen zu spooky. Kommt hier noch irgendwas? Nee.
Okay, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Die Frage ist natürlich jetzt auch wieder, wie klug ist sie? Kommt auf jeden Fall nicht. Ist zumindest gegangen, dass ich an diese eine Figur komme da. Kann ich hier drauf klettern? Okay, ich kann anscheinend die Handtuchstapel hochklettern, wenn mir das noch bringen mag. Da ich hier absolut nichts sehen kann, wird hier wahrscheinlich auch kein Schlüssel sein. Hier würde ich jetzt auch keinen Schlüssel vermuten, weil man die Sicht dahin so schlecht ist. Was liegt denn da? Oder liegt hier irgendwas? Nee. Das ist ja die zersplitterte Figur. Kann ich hier hoch? Nee. Hier kann sie hoch. Ey! Oh. Ach, da liegt doch der Schlüssel. Oh, guck mal. Da war er die ganze Zeit. Ah!
ein bisschen laut, wenn ich hier auf dem Boden rumlaufe, ey. Und wo ist die verdammt nochmal hingegangen? Das macht mir irgendwie viel mehr Sorgen. Bonjour! Mein Französisch ist nicht gut genug. Wer könnte das in Französisch in den Chat schreiben? Ich nicht. Wir laufen mal. Okay. Was ist das? Das irgendwas ist das. Das hat ja so ein... Ach, das ist ein Spiegel. Alle Spiegel sind kaputt, aber der Spiegel ist ganz. Sehe ich das richtig? Ist das ein Spiegel? War auf jeden Fall jetzt nicht so einfach die Lösung, wie ich dachte. Spiegel nehmen und danke, tschüss. Aber es hat bestimmt was damit zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Da ist sie.
das was nicht. Ich kann das so ganz hochhalten und wette, ich muss das Ding irgendwo hinbringen. Aber wohin? Warum ist hier noch so ein Stück? Ist hier so eine Nebelwand oder irgendwie sowas? Finisher! Also nicht ganz, ihr wisst schon, wie ich meine. Nimm den Spiegel wieder, Hase. Ist kaputt. Liegt da noch ein Spiegel? Ich zu ihr oder zu dem Ding? Ich denke, das war's.
war es doch nicht. Errungenschaft freigeschaltet, die Räume der Herrin. Toll, toll, wirklich toll. Sehr schön, sehr schön kurzweilig unterhalten, fand ich. Wir haben jetzt wirklich genau 4 Stunden gespielt, noch nicht mal. Also ich habe jetzt 2 Stunden und 1 auf der Livestream-Uhr, das hatten wir gestern auch. Und ich habe jedes Mal vorher 5 Minuten gequatscht. Also ein bisschen kürzer als 4 Stunden. Aber trotzdem großartig. Man kann sicherlich noch ein paar Geheimnisse mehr finden, keine Ahnung, mehr Wichtel und sowas, aber großartig. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich fand's gut. Also ich fand's auch gerade gut, dass es jetzt nicht nochmal irgendwie eine haarsträubende Erklärung gab, warum, was, wie. Das war ja ein total surreales Traum-Dingen, Albtraum-Dingen, fand ich jetzt toll. Ja, fand ich toll. Gerade weil es sich so abhebt, gerade weil es so anders war und auch immer mit diesen ganz kurzen emotionalen Schockern. Also so zum Beispiel, dass sie so dieses kleine Verwerfen, dieses kleine verletzliche Mädchen ist, was sich immer flüchtet, immer duckt, immer Feuerzeug und so, immer leise ist, immer vorsichtig ist. Und dann kommt der Wichtel, hält ihr so dieses Wurst hin und sie so. Also das sind einfach so, wo das so klack macht nochmal. Ne? Also fand ich toll. Lass mal die Credits durchlaufen. Kennt ihr ja schon. Wenn ihr das im Rebroadcast sehen solltet, also nicht am, was haben wir heute, Dienstag, Abend, dann könnt ihr vielleicht die Credits vorspringen und gucken, was da noch passiert. Gibt ja kaum mehr ein Spiel, wo nichts nach den Credits kommt. Besonders geil war es bei Gears of War 4. Da habe ich nochmal gelacht. 3 Sekunden, Szene, wo ich aber dann echt nochmal gut gelacht habe. Mal gucken, was hier jetzt kommt. So, ich lasse mich noch einmal in den Rücken hier durchwuseln und dann ist Schluss für heute.
Wenn ihr Bock drauf habt, bevor ihr abhaut, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Gestern haben wir 200 Daumen hoch geschafft. Heute sind wir aktuell bei 174. Waren die Zuschauer gestern bessere Zuschauer? Das weiß ich nicht. Aber wenn ihr Bock drauf habt, weil wir es halt straight in einfach, wie ich finde, einer ganz guten Zeit durchgespielt haben, schön in zwei Folgen hintereinander, Montag, Dienstag, könntet ihr jetzt noch einen Daumen hoch pressen. Das wäre sehr nett von euch. Dankeschön dafür. Der Livestream wurde Ihnen heute präsentiert von Mango, von dem Christoph, von Van Kalert und vom Apsis. Vielen Dank dafür. Noch die ganzen PR-Manager und Produkt- und Community-Manager einzelner Länder vorgestellt. Community-Manager. Bei einem 4-Stunden-Spiel. Really? Für jedes Land ein Einzelnen. Ehrlich. Gute Nacht an die Lucy. Ich liege hier schon wieder so rum, ne? Aber ich liege hier so gerne rum. Genau, sie ist der Nightmare. Eigentlich nervt mich das schon so fast, dass das so eine Unsitte geworden ist, eine Viertelstunde lang Credits abspielen zu lassen, um dann danach noch ein bisschen was zu zeigen. Also, dass man danach was zeigt, ist immer cool, aber ich finde, dann sollte man auch die Credits überspringen. Das weiß man manchmal nicht, ob man das kann oder nicht. Manchmal überspringst du die Credits und dann bekommst du diesen, wenn auch was kommt, dann bekommt irgendwie so ein Bonus nicht oder so. Ja, 187, noch 13 Daumen und wir haben die 200 geschafft. Der Picknicker schreibt, den noch nicht alle abhauen, Frank macht noch eine Stunde Witcher. Muss ich gestehen? Nö. Er ist nicht böse gemeint, aber da muss mehr passieren, dass ich noch Witcher spiele. Da muss ich gucken, dass ich immer... Bei so Abenden muss ich mal gucken, dass noch anderweitig dann gearbeitet wird. Es gab einen Localization Manager. Das war der Knut Grossmann. Bei einem Spiel ohne Sprachausgabe. Ja, okay, vielleicht hat er die. Hat er überwacht, dass die Menüs in der richtigen Sprache sind. Der Marketingmanager aus Taiwan war Kerry Haseo und Ronan Fong war das in Hongkong. Das Traditional Chinese Localization Team bestand aus 10 Leuten bei einem Spiel ohne Sprachausgabe. Das ist so sehr nicht mehr. Das muss ich jetzt nicht mehr wissen, was das bedeutet oder warum das so ist. Ah.
mitfinanziert von der Europäischen Union. Also Little Nightmares wurde präsentiert von meinen Steuern. Von den Steuern, die ich für eure Donations zahle. Little Nightmares wurde euch präsentiert von Mango, Christoph, von Karlat und von Avsis. Danke fürs Spielen. Kann ich jetzt noch rumlaufen? Steuere ich das? Nee. Also sie ist rausgekommen und steht einfach auf so einer einsamen Bioshock-Insel. Ehrlich. Ehrlich, das war's? Little Nightmares. Ich habe nur 3 Konzeptarts freigeschaltet. Es gibt dazu, sollen wir die Credits nochmal angucken? Es gibt in der Tat dazu, es gibt in der Tat dazu nochmal für 4,99 € irgendwie sowas wie so ein Season Pass oder ein DLC Pass oder wie auch immer. Das fand ich relativ interessant. Also man kann bei Steam, na, wo ist das, wo ist die richtige Maus da? Man kann bei Steam noch, boah, jetzt kann mir mal einer erklären, wie ich das hier wegmache. Im Shop. Prey 4, Tap Doom. Ist es hier nicht noch irgendwo mit bei? Nein. Bioshock fand ich ja damals auch toll. Ist bereits in ihrer Steam-Bibliothek. So. Hier, Zusatzinhalte. Alle DLCs in den Warenkorb. Aber da weiß man natürlich nicht, wann die erscheinen werden. Ich glaube, da werden wir vermutlich rechtzeitig nochmal informiert werden, ob es da mehrere DLCs zu gibt. Oder nur einen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach, hier steht was. The DLC Codes will delivered on by E-Mail 3. Mai. Ach, morgen? Das ist es schon, oder was? Na, werde ich mich morgen mal drüber informieren. Ansonsten werden wir uns hier noch den 4,99 € DLC reintun. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen, für euer Interesse an dem Little Nightmares Livestream, verteilt über 2 Tage. Schlaft gut, schreibt was Nettes, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Die Katze läuft raus. Haut rein.